Wie kann Klimaschutzbildung mit Erwachsenen gelingen? Dieser Frage widme ich mich in diesem Video einmal mehr. Die bisher erschienenen Videos zum Thema sind in der Videobeschreibung verlinkt. Mein Name ist Marianne Dobner, ich bin Fachtrainerin, Methodenliebhaberin und Bildungsgestalterin und auch Mitgründerin des Vereins Hallo Klima. Im Verein beschäftigen wir uns mit konstruktiver Klimakommunikation und motivierender Klimabildung für ganz verschiedene Zielgruppen. Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, vom grünen Denken ins grüne Tun zu kommen, vom grünen Trend zur grünen Haltung. Ich stelle in diesem Video wieder drei Tipps aus meinem Erfahrungsschatz vor. Los geht's! Tipp 1: Gefühlsräume bereitstellen. Gefühle sind in der Klimakrise sehr wichtig. Denn wenn das Problembewusstsein erstmal da ist, dann macht das ja was mit uns und unserer Gefühlswelt. Mehr dazu, wie wir als Trainerinnen Problembewusstsein fördern können, in einem anderen Video hier eingeblendet. Aber jetzt zurück zu den Gefühlen. Als unangenehm erlebte Gefühle können nämlich dazu führen, dass wir es vermeiden, uns mit der Klimakrise auseinanderzusetzen. Andererseits ist aus der Psychologie bekannt, dass uns Gefühle auch ins Handeln bringen können. Was uns etwas bedeutet, lässt uns also aktiv werden. Und gerade Klimathemen sind oft emotional besetzt und sehr eng verwoben mit unserer Identität. Das können wir am Beispiel Essen ganz klar sehen, weil Essen ist viel mehr als Nahrungsaufnahme. Hier geht es um Gefühle, um Kultur und um Erinnerungen, die mit bestimmten Essen verbunden sind. Weil wer lässt sich schon gerne das großmütterliche Schnitzel vom Teller zupfen, mit dem so viele schöne Kindheitserinnerungen verknüpft sind? Es gibt also zahlreiche gesellschaftliche, strukturelle und psychologische Barrieren, die uns daran hindern, klimafreundlich zu leben. Und es wird oft nicht als angenehm empfunden, über das Klima zu sprechen. Wir möchten uns nämlich gerne als gute Menschen sehen. Der Klimanotstand gefährdet dieses positive Selbstbild. Offener Raum für Austausch, für Gefühle, positive wie negative und vor allem Frustrationen ist daher notwendig. Katharina von Braunschweig, Klimapsychologin, sagt hierzu: Gute Klimakommunikation hat erstmal weniger mit Argumenten und überzeugen wollen zu tun, sondern vor allen Dingen mit zuhören und verstehen wollen. Und hier noch ein Hinweis zur Kommunikation. Es kann sich nämlich durchaus lohnen, über das spezifische Wording zur Klimakrise nachzudenken. Für welche Zielgruppe verwende ich welches Wording? Klimawandel, Klimakrise, Klimanotstand, Klimakatastrophe, Erderhitzung, Erderwärmung. Wer fühlt sich wodurch bestmöglich abgeholt und verstanden? Wenn ich mit Aktivistinnen arbeite, werde ich eher von Krise sprechen, statt von Klimawandel. Und bei Menschen, die bereits durch multiple Krisen gekennzeichnet sind, ist es fraglich, ob das Betonen einer weiteren Krise so zielführend ist oder ob es gar dazu führt, dass das Klimathema bei einem bereits gut gefüllten Sorgenkontingent lieber ganz ausgeblendet wird. Oft verwende ich daher anfangs das Wording der Teilnehmenden und bearbeite dieses gemeinsam. So kann ich als Trainerin auch die verschiedenen Assoziationen zu den unterschiedlichen Begrifflichkeiten diskutieren und Vor- und Nachteile gemeinsam besprechen. Tipp 2: Raum für positive Assoziationen wecken. Ja, worauf verzichten wir denn, wenn wir klimafreundlich leben, und was gewinnen wir? Das kann ganz unterschiedlich gedeutet werden. Zum Beispiel kann ein Verzicht auf Auto bedeuten, mehr saubere Luft zu gewinnen, mehr Freiräume. Im Lernen und Lernen rund um den Klimaschutz kann es daher sinnvoll sein, diese Deutungsmuster gemeinsam zu bearbeiten. Tipp 3: Selbstwirksamkeit spürbar machen. Selbstwirksamkeit ist tatsächlich der Schlüssel für unser Engagement. Und weil oft spüren wir keine direkten Auswirkungen unseres klimafitten Tuns. Als konkrete Handlungstipps kann ich hier empfehlen, den Fokus auf unseren persönlichen Einflussbereich zu legen. Zum Beispiel kann man sich mit Geschichten von Menschen beschäftigen, die sich selbst engagieren. Weil das kennen wir alle. Wir Menschen lassen uns mal eher von Geschichten motivieren als von Datendschungel oder Zahlenwirrwarr. Darüber hinaus kann ich selbst im Lehr- und Lernsetting Zeit und Raum geben, um gemeinsam mit der Gruppe ins Tun zu kommen. Selbstwirksamkeit spüren wir nämlich am besten in Gruppen. Wenn wir also als Gruppe ein gemeinsames Ziel verfolgen und etwas dafür tun.
Oder, wie es wiederum die Klimapsychologin Lea Dohm formuliert, viele denken, dass erst die Hoffnung da sein muss, um ins Handeln zu kommen, aber es ist umgekehrt. Aus Erfahrung kommt erst das Handeln und dann die Hoffnung. Hoffnung durch Handeln also. Ja, das war's auch schon wieder. Mehr Tipps gibt es in weiteren Videos zum Thema. Diese finden Sie nach Erscheinen in der Videobeschreibung. Ich freue mich über einen Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank und tschüss!